Master of Orion ist der Teufel. Kein Scheiß. Warum? Ich will nur noch eine Runde spielen, nur noch eine Runde spielen und dann ist es Nacht. Das ist absoluter Wahnsinn. Das Spiel zieht euch rein. Und warum das trotzdem geil ist, erkläre ich dann gleich noch. Just when I thought I was out, they pull me back in. Genau wie Al Pacino in dieser klassischen Szene aus Pate 3 wird es euch auch gehen. Ihr denkt, ihr kommt raus? Keine Chance. Master of Orion lässt euch nicht allein. Worum geht es nun also in Master of Orion? Master of Orion ist ein sogenanntes 4X-Strategiespiel, vom Englischen Explore, Expand, Exploit and Exterminate. Mit Civilization zusammen sind es die beiden Genre, Größen, Vertreter und auch diejenigen Spiele, die einfach das ganze Genre geprägt haben. Aber worum geht es? Es geht darum, die Galaxie komplett zu beherrschen. Das könnt ihr auf zwei Wege schaffen. Erstens diplomatisch. Dazu wird nach einem gewissen Zeitraum ein galaktischer Rat gebildet. Und wenn ihr dort zum Oberhaupt gewählt werdet, seid ihr die Beherrscher des Universums. Der andere Weg, wahrscheinlich oft präferiert, ist die Eroberung, der Krieg gegen alle anderen Spezies, so dass am Ende euch alles gehört. Beim neuen Master of Orion ist es sogar möglich, vor der Erforschung des überlichtschnellen Fluges zu beginnen. Ich habe jetzt erstmal die normale Version genommen, so wie es früher auch war, nach der Entwicklung des überlichtschnellen Fluges, womit es auch einfacher ist, alles zu erforschen. Ihr beginnt mit einer relativ kleinen Flotte, mit einem Kolonieschiff und anderen Schiffen und müsst jetzt erstmal anfangen, die Galaxie zu erforschen, die Planeten zu besiedeln und könnt dann weitere Schiffe bauen, erforschen etc. Master of Orion macht das sehr, sehr gut. Am Anfang denkt ihr, hey, das ist ja alles ganz einfach, ist ja relativ wenig zu tun. Aber nach ganz, ganz kurzer Zeit wird es immer mehr und ihr müsst immer mehr Entscheidungen treffen, die euch auf dem Weg zur Herrschaft über die Galaxie führen werden. Ihr beginnt also damit, eure Spezies langsam, aber sicher durchs gesamte Universum, durch die Galaxie zu führen, alle Schiffe in die richtige Position zu bringen, neue Kolonieschiffe zu bauen, um Planeten zu kolonisieren und auch natürlich, was gar nicht so unwichtig ist, Kriegsschiffe zu bauen. Denn es kann auch schon sein, dass ihr auf Piraten trefft und dadurch, dass wir hier von rundenbasierter Strategie sprechen, sollten eure Schiffe immer an der richtigen Position sein, damit ihr auf jeden Fall alles sichern könnt, was ihr in der Zeit kolonisiert oder auch erobert habt. Natürlich ist auch Forschung wieder ein wichtiger Teil von Master of Orion. Nicht nur, dass ihr schnellere und besser bewaffnete Schiffe bauen könnt, bessere Schiffe, sondern auch andere Forschungen könnt ihr antreten, die zum Beispiel dafür sorgen, dass ihr in euren Kolonien zufriedenere Bewohner habt. Das klingt ja jetzt alles erstmal recht simpel. Ihr habt eine Flotte, baut sie aus, schickt sie ins Universum, nehmt Planet für Planet ein und dann am Ende gewinnt ihr dadurch, dass ihr entweder gewählt werdet zum absoluten Oberherrscher der Galaxie oder ihr macht einfach alle anderen platt und das war's dann. Während ihr dabei seid, das Universum unter eure Kontrolle zu bringen, trefft ihr öfter mal auf Gefahren. In diesem Fall ist es eine Piratenflotte. Denn es gibt nicht nur Piratenflotten, sondern auch andere Gefahren, die auf euch warten. Da Master of Orion ein rundenbasiertes Strategiespiel ist, müsst ihr nun überlegen, hey, wie viele Züge brauche ich, wie viele Runden brauche ich, um meine Truppen an den richtigen Ort zu bringen, um die Gefahr abzuwenden. Besonders am Anfang, wenn eure Flotten noch sehr klein sind, kann das ein ganz schön großes Problem sein. Sieht man hier zum Beispiel, alle meine Truppen sind unterwegs, was soll ich tun? Ich habe schlicht keine Kampftruppen, die in irgendeiner Form etwas gegen diese doch sehr schwache Flotte von Piraten ausrichten kann. Also hau ich ab, denn die Planeten, die ihr kolonisiert, dort gibt es die Möglichkeit, Sternenbasen aufzubauen, die dafür sorgen, dass eure Planeten sicher sind. Bei eurem Heimatplaneten gibt es die von automatisch, sonst müsst ihr sie erst bauen.
Und auch hier wieder der Faktor rundenbasiert. Ihr könnt nicht einfach schnell ein paar Schiffe bauen, während die feindliche Flotte auf dem Weg zu euch ist, denn das dauert ein paar Runden, es sei denn, ihr habt genügend Geld. Mir bleibt in diesem Fall nur die Möglichkeit, mich auf meine Sternenbasis außerhalb des Planeten zu verlassen und dafür zu sorgen, dass die gewinnt. Was in diesem Fall auch kein Problem ist, Gott sei Dank. Später wird es etwas schwieriger, aber die Sternenbasis hat hier gute Arbeit geleistet. Wenn ihr einen Planeten gefunden habt, wo Leben möglich ist und ein Kolonieschiff in der Nähe habt, könnt ihr sie dann alle kolonisieren. Darum geht es ja auch im Endeffekt. Alles zu übernehmen, was das Universum so zu bieten hat. Und schon ist ein weiterer Schritt auf der langen Leiter zur absoluten Dominanz im Universum und der Galaxie gemacht. Übrigens, mit diesem Planeten habe ich einen Fehler gemacht. Die Schwerkraft ist zu hoch. Meine Arbeiter können nicht ordentlich arbeiten. Und das wird am Ende noch relativ schwierig für mich, dort ordentliche Produktionsstätten zu schaffen. Wann immer etwas sehr Wichtiges passiert, gibt es diese lustigen kleinen GNN-Clips. Hier ist zum Beispiel zu sehen, was euch sonst noch bedroht. Außer den Piraten und anderen Rassen gibt es auch noch Weltraummonster, die relativ stark sind und die ihr am Anfang auf jeden Fall nicht besiegen könnt. Hier seht ihr sehr gut, was ich vorhin meinte. Dadurch, dass es rundenbasiert ist, habe ich keine Kampfschiffe in der Nähe, als die Piraten mich überfallen. Nur einen Scout und ein Scout kann nicht kämpfen. Dieser Scout, den ich natürlich auch noch an die falsche Stelle schicke, wird dann von den Piraten einfach so platt gemacht. Und das automatische Kampfmenü zeigt mir schreckliche Siegchancen, automatischer Kampf und Boom, Niederlage. So einfach ist das. Als dann allerdings die Piraten so blöd sind, meinen Heimatplaneten zu überfallen, habe ich damit keinerlei Probleme, denn meine wunderbare orbitale Space Station macht aus ihnen einfach nur ein bisschen Staub im endlosen All. Ich hatte ja vorher schon gesagt, wie wichtig Forschung ist. Hier seht ihr, hey, wir haben wieder etwas Neues erforscht, in diesem Fall für unsere Schiffe. Und nachdem ihr diese Forschung auswählt, könnt ihr eure Schiffe alle automatisch aufrüsten und im nächsten Schritt werden sie so immer, immer stärker. Ganz wichtig, besonders später, wenn ihr euch mit größeren Flotten und größeren Feindesverbänden anlegen wollt. Hin und wieder trefft ihr auf Anomalien. In diesen könnt ihr, wenn ihr sie erforscht, einiges Interessantes finden. In diesem Fall war es ein Schiff, aber es gibt auch lang vergessenes Wissen zu finden und Rohstoffe etc. pp. Perfekt und immer mitnehmen. Die Piraten müssen natürlich auch irgendwo herkommen und hier haben wir einfach mal ihren Heimatplaneten gefunden. Also gilt es, ein paar Zerstörer zu bauen, die das Ganze dann bombardieren können, damit wir uns des Planeten habhaft machen können. Genau das, was ich am Anfang gesagt habe, passiert natürlich jetzt. Die Galaxie wird immer, immer größer, unsere Optionen werden immer, immer größer und es gibt so viel zu sehen und so viele Sachen gleichzeitig zu machen, dass man das gar nicht so einfach in ein kurzes Video-Review reinbringen kann. Deswegen einfach mal das Ganze im Zeitraffer. Wir warten darauf, dass unsere Schiffe immer noch besser werden. Wir warten darauf, dass unsere Zerstörer endlich fertig sind, damit wir den Piratenplaneten zerstören können. Und gleichzeitig besiedeln wir und gleichzeitig forschen wir und immer weiter geht es. Und das Spiel zieht einen einfach so schnell in seinen Bann. Wie ihr seht, wir sind erst bei Runde 53, aber es geht immer, immer und immer weiter. Wie vorher schon angekündigt, ist Diplomatie ein wichtiger Teil von Master of Orion. Hin und wieder trefft ihr auf neue Rassen und könnt euch mit ihnen diplomatisch oder auch kriegerisch auseinandersetzen. Es lohnt sich meiner Meinung nach immer, den diplomatischen Weg zu suchen und Verhandlungen anzustreben, denn dadurch, dass ihr euch an den Verhandlungstisch mit den verschiedenen Rassen setzt, könnt ihr sie nicht nur auf eure Seite ziehen, damit sie euch bei der Wahl zum Oberhaupt der Galaxie unterstützen, was ja schließlich eine der Wege ist, Master of Orion zu gewinnen. Habt ihr eine Rasse kennengelernt, könnt ihr jederzeit eine Audienz bei ihrem Herrscher oder Oberhaupt erbitten. Ihr könnt ihnen dann den Krieg erklären oder das meiner Meinung nach einzig Richtige tun und Verhandlungen anstreben.
Bei den Verhandlungen wäscht natürlich eine Hand die andere. Und ihr müsst etwas einsetzen, damit ihr etwas bekommt. Das ist ja normal. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr anbieten sollt, könnt ihr durchaus den anderen fragen, was er gerne hätte, damit die Verhandlungen erfolgreich verlaufen. Erfolgreiche Verhandlungen sorgen dafür, dass ihr entweder Unterstützung im Krieg bekommt. Ihr müsst natürlich euren Verhandlungspartner oder euren Partner auch beschützen. Oder ihr bekommt neue Technologien. Das ist alles ganz schön spannend und wie bei Master of Orion immer so, sehr, sehr komplex. Lasst euch nicht davon abhalten, wenn Verhandlungen zunächst nicht positiv verlaufen, solange der Gesprächspartner neutral ist oder euch positiv gewogen ist, ist es kein Problem, immer mal wieder zurück an den Verhandlungstisch zurückzukehren und dann eine neue Verhandlung zu beginnen bzw. neue Parameter, in diesem Fall sind es Parameter, festzulegen. Obwohl Master of Orion ein rundenbasiertes Strategiespiel ist, könnt ihr bei Kämpfen auch selbst das Kommando übernehmen und dann in Echtzeit kämpfen. Das ist ein interessanter kleiner Faktor. In diesem Fall ist es natürlich nicht viel, aber bei größeren Schlachten kann das schon ganz spannend sein. Und wenn ihr wirklich, wirklich gut seid, kann das anstatt des automatischen Kampfes über Sieg oder Niederlage entscheiden. Fassen wir also mal alles zusammen. Solltet ihr Master of Orion spielen? Absolut, absolut, absolut. Aber ihr solltet dazu genügend Zeit mitbringen. Denn dieses Spiel, das habe ich am Anfang schon gesagt, sorgt dafür, dass ihr immer, immer weiter in die unendlich vielen Parameter, Optionen und Möglichkeiten eintaucht. Der große Vorteil bei Master of Orion ist, dass das Spiel euch am Anfang an die Hand nimmt, euch nicht so viele Optionen bietet, wie es am Ende geben wird und euch so keine Angst macht. Natürlich werden jetzt wirkliche Strategieexperten und euch sagen, hey, das ist ja ein bisschen noobmäßig, aber auch das gibt es als Möglichkeit zum Einstellen. Ihr könnt unheimlich viel einstellen, bevor ihr das Spiel beginnt, aber diejenigen unter euch, die erstmal ins Spiel reinfinden wollen, werden perfekt an die Hand genommen, perfekt eingeführt und obwohl es so viele Optionen gibt, die relativ schnell verfügbar werden, habt ihr nie das Gefühl, überfordert zu sein. Also schaut rein, schaut euch Master of Orion an und ihr werdet auf jeden Fall unheimlich viel Spaß haben. Ihr könnt es auch mit Freunden zusammenspielen. Der Multiplayer-Test folgt in den nächsten Tagen. Das muss ich erstmal ein bisschen was zu aufnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß und vergesst nicht, ich habe euch gewarnt. Just when I thought I was out, they pulled me back in.